gleichwertige Teilhabe ist für mich auch gleichberechtigte Teilhabe und dass Frauen und Männer gleichermaßen das Sagen auch in der Politik haben und in allen Gremien auch gleichberechtigt beteiligt sind. Ich bin Daniel Günther, Ministerpräsident in Schleswig-Holstein. 50% Frauen, 50% Männer ungefähr. Und ich finde, wenn das in der Gesellschaft so ist, dann muss das auch bedeuten, dass das in allen gesellschaftlichen Bereichen so ist. Aber in den meisten Bereichen sind halt Männer immer noch in der Überhand. Solange das so ist, ist das ein absoluter gesellschaftlicher Auftrag, sich darum zu kümmern. Und da brauchen wir alle Mittel und Instrumente, um das zu erreichen. Und ich glaube, wenn man einfach weiß, dass Frauen und Männer unterschiedlich ticken, dann weiß man auch, welche Instrumentarien man nutzen muss, um wirklich auch mitzuhelfen, dass Gleichberechtigung Realität wird. Wir haben 50% Frauen, wir haben 50% Männer und deswegen muss Macht auch gleich verteilt sein.